ho, 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 meine Lieben. Es weihnachtet sehr. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Freunden. Und solltet ihr die Feiertage alleine verbringen, so finde ich es sicher auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass ihr es euch gut gehen lasst. Tut euch selbst was Gutes. Genießt die Zeit für euch und entspannt, soweit es nur geht. Denn ihr habt es verdient. Weihnachten ist aber auch die Zeit, in der wir an die denken, die schon gestorben sind. Egal, ob es heuer war oder schon länger her. Weihnachten ist immer die Zeit, da erinnert man sich wieder an die Menschen. Ich zum Beispiel erinnere mich an meine Oma und meinen Opa. Meine Oma zum Beispiel, die hat immer riesengroße Christnocken gebracht. Und die waren so geil. Und es waren keine irgendwie so 3-Sterne-Mini-Krisenocker. Das waren echte Wascher. So riesige Atom-U-Boote. 2 Krisenocker haben wir Teller über den Rand gefüllt. Und die waren so gut. Wie ich so 5-6 Jahre alt war, weiß ich noch, wenn die Oma auf Besuch gekommen ist, hat sie immer einen ganzen Topf voller Krisenocker mitgebracht. Und die Mama hat dann eine Suppe gemacht, die Krisenocker aufgewärmt. Und holy shit, ich glaube, ich habe 2 Teller, sprich 4 riesige Krisenocker gegessen und war dann so. Damals hat es den Begriff Foodkoma noch nicht gegeben, aber ich war tot. Mindestens 2 Stunden. Und es war jeden Bissen wert, auch wenn man nachher schlecht war. Weil die Krisenocker waren einfach elendsgeil. Ja, das ist meine Oma. Zu meinem Opa gäbe es auch genug Geschichten. Aber ich freue mich immer, wenn ich darüber nachdenke und sie mich wieder an diese Menschen erinnere. Ich hoffe, ihr tut das auch. Und würde mich freuen und ich würde mich wirklich sehr geehrt fühlen, wenn ihr eine Geschichte oder 2 von Leuten habt, die ihr zu Weihnachten vermisst. Und wenn ihr diese Geschichte mit mir hier in den Kommentaren teilt, würde mich wirklich sehr freuen. Ich glaube, das könnte auch andere motivieren, sich wieder an die Leute zu erinnern, die man schon verloren hat. Weil ich glaube, das gehört zu Weihnachten dazu und das ist auch ein schöner Aspekt von Weihnachten. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Danke, dass ihr reingeschaut habt und ja, frohe Weihnachten. Ciao.